Du hast diesen Gedanken in deinem Kopf, der einfach nicht aufhören will. Du weißt, dass er dich runterzieht, aber trotzdem kriegst du ihn nicht los. Du weißt, dass du dich lieber auf die positiven Dinge fokussieren solltest, aber negative Gedanken gewinnen immer wieder die Oberhand. Heute schauen wir uns eine Frage an, die Psychologen benutzen, um negative Gedanken in Sekunden loszuwerden. Diese Frage hilft dir auch, Zweifel, Unsicherheiten und Ängste aufzulösen. Der Trick dabei ist, deine negativen Gedanken durch positive zu ersetzen. Die meisten Menschen versuchen einfach nicht an negative Dinge zu denken. Das ist jedoch so, als würde ich dir sagen, denk nicht an einen pinken Elefanten. Woran wirst du jetzt denken? An einen pinken Elefanten. Wenn du nicht mehr an den Elefanten denken willst, dann konzentriere dich auf etwas anderes. Denke zum Beispiel an eine Schildkröte, die eine Rose im Mund hat und durch den Sand läuft. Jetzt fokussiert sich dein Gehirn auf dieses ungewohnte Bild und der Elefant ist verschwunden. Genau dieses Prinzip nutzen Psychologen bei der Frage, die wir uns jetzt anschauen. Erstens, die magische Frage. Die Frage lautet, stell dir vor, dass ein Wunder passieren würde und dein Problem heute Nacht gelöst werden würde, während du schläfst. Wie würdest du das am Morgen bemerken, wenn du aufwachst? Wie würde sich dein Tag verändern? Was würdest du tun? Du findest die Frage auch nochmal unten in der Beschreibung, um sie dir in Ruhe durchzulesen. Je lebhafter und detaillierter du dir das Szenario vorstellst, desto besser. Wenn deine Antwort einfach nur lautet, ich würde mich besser fühlen, dann musst du tiefer graben. Was würdest du am Morgen nach dem Aufstehen als erstes tun? Wie genau würde dein Tag aussehen? Wie würde er sich anfühlen? Lass uns zum interessantesten und wichtigsten Part kommen. Zweitens, was passiert, wenn du dir diese Frage stellst? Zu wissen, was diese Frage bewirkt, hilft dir, dich und die menschliche Psychologie besser zu verstehen. Mit diesem Wissen würde es dir viel leichter fallen, negative Gedanken, Zweifel und Unsicherheit schnell loszuwerden. Dass diese Frage dich zwingt, dich auf etwas Positives zu fokussieren, haben wir bereits besprochen. Der nächste Vorteil ist, dass sie dir ein klares Ziel vorgibt. Nachdem du dir die Frage beantwortet hast, weißt du genau, wie du dich fühlen willst und wie dein Tag aussehen soll. Statt daran zu denken, wie scheiße alles ist, fokussierst du dich auf das Ziel und die Lösung. Viele Menschen drehen sich ihr Leben lang im Kreis, weil sie sich nie die Zeit nehmen, um klare Ziele zu definieren. Ein weiterer Vorteil der Frage ist, dass sie das Problem lösbar erscheinen lässt. Probleme erscheinen uns oft unüberwindbar. Wir sind Meister darin, uns zu erzählen, dass ein Problem oder eine Person unser ganzes Leben zerstört und es unmöglich für uns macht, erfolgreich, diszipliniert, glücklich oder was auch immer zu werden. Durch die Frage wird uns bewusst, dass es einen Ausweg gibt. Der letzte und wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass dir die Frage die Lösung aufzeigt. Deine Antwort auf die Frage könnte zum Beispiel lauten, ich wache morgens motiviert auf und stehe sofort mit dem Wecker auf. Danach mache ich eine Runde Sport, lese das Buch, das schon so lange auf meiner Liste steht. Das Highlight meines Tages ist, mit meiner Freundin essen zu gehen. Diese Antwort zeigt, dass es dir wichtig ist, motivierter zu sein, Sport zu machen, mehr zu lesen und Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Auf der anderen Seite bekommst du auch so ein besseres Bild von deinem Problem. Du fühlst dich unmotiviert, kümmerst dich zu wenig um deinen Körper und verbringst zu wenig Zeit mit anderen. Die Lösung könnte sein, dich wieder mehr um diese Lebensbereiche zu kümmern. Statt auf ein Wunder zu warten, das über Nacht alles löst, kannst du anfangen, dein Leben selbst in eine positivere Richtung zu lenken. Wenn du nicht nur negative Gedanken stoppen, sondern dein ganzes Leben auf die nächste Stufe bringen möchtest, dann habe ich noch etwas für dich. Ich habe einen 7-tägigen Videokurs veröffentlicht, der dir hilft, zu einem disziplinierten, zielstrebigen und selbstbewussten Menschen zu werden. Der Kurs ist kostenfrei. Du kannst ihn dir über den ersten Link unten in der Beschreibung herunterladen. Es sind bereits über 3000 Menschen dabei, die sich gegenseitig pushen und motivieren. Es würde mich freuen, dich auch dabei zu haben. Und natürlich habe ich das Gewinnspiel nicht vergessen. Am Ende von diesem und meinen letzten beiden Videos stelle ich eine Frage. Wenn du unter allen drei Videos mit der richtigen Antwort kommentierst, hast du die Chance, meine 100-Tage-Erfolgs-Challenge zu gewinnen. Die heutige Frage lautet, warum ist die magische Frage, die wir uns in diesem Video angeschaut haben, so wirksam? Wir haben uns mehrere Gründe angeschaut. Schreibe einen davon in die Kommentare. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.